Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich bewundere gerade das schöne Wasser und vergesse, dass ich Hunger und Durst habe. In der letzten Folge hatten wir das Problem, dass wir Essen brauchen. Unsere Klinge, war die nicht weg? Ich weiß es gar nicht mehr, warum ist denn jetzt davon eine Klinge da? Wir müssen uns ganz fix Fische suchen, zum Mampfen, damit wir hier nicht versterben. Ja, haben wir die Luft bekommen hier drin? Seltsam. Gut. Es gab keinen Patch die letzten beiden Tage. Sehr erstaunlich. War ja gestern arbeiten. Gestern fiel dementsprechend Subnautica bei mir wieder aus. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal beeilen. Schnell, schnell. Wo sind denn die ganzen Fische hin? Guck mal hier. Blasenfisch. Besser als nix erstmal. Ein kleiner Snack zwischendurch. Und die Licht, das neue Licht. Oh nein, das Messer ist wieder weg. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid. Immer noch ein bisschen buggy. Macht aber nix. Das ist erstmal Wasser. Und hier ist ein... Da haben wir ganz, ganz fix was gekocht gleich. Komm her und ein bisschen Wasser. Damit wir jetzt nicht versterben. Wir haben ja kein Messer. Verflucht. 9% Flüssigkeit. Wie weit ist denn der Beacon weg? Basennamen habe ich bekommen, habe ich jetzt vergessen, weil ich muss gleich zu einer Besprechung. Da muss ich mit meinem Kind sogar hinfahren, weil ich keinen habe, der aufpasst. Jetzt gerade macht es nur die Oma. Und die ist dann auch gleich weg. Oh, ist das Wasser hübsch, ey. Habe ich sogar mit dem Chefentwickler. Hat mich nochmal geschrieben auf Steam. Er ist in meiner Freundesliste und hat mich angeschrieben. Er freut sich, dass mir das Wasser gefällt. Voll die Ehre für mich. Dankeschön. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber Dankeschön dafür. Freue mich, dass er mich nochmal, dass er mich noch sieht und dass er auch hier und da meine Videos anguckt. Ne, falls ihr da irgendwelche Fragen habt, ich kann ja mal versuchen, welche zu beantworten, also zu fragen und dann zu beantworten, aber nicht die, wann kommt der Multiplayer? Ne, das ist geplant und dauert halt ein bisschen. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Irgendwie ist das mit dem Sound nicht in Ordnung. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht, aber ich kann jetzt nicht mehr warten. Okay, die Basis ist nicht mehr weit. Wir haben noch 6% Flüssigkeit, aber auch noch 93% Lebensenergie. Heute wollte ich mit euch bauen den Seaglider, der wurde auch neu gemacht, also neu animiert, glaube ich, oder irgendwas wurde mir geschrieben in den letzten... und den wollen wir uns natürlich dann nochmal reinziehen. Und da muss ich mich schon wieder auf die Socken machen und heute Nachmittag ein bisschen aufnehmen. Wir haben aber einige Projekte noch, die wir gerade so im Stillstand haben. Ne, Rising World, Empyrean, aber... Unsere gute Crew, da gibt es leider Leute, die haben gerade Probleme zu Hause mit Krankheit und sowas und dementsprechend haben wir da jetzt gerade schwierig. Was ist, warum hier so langsam? Ist das alles? Nicht, weil ich so einen Durst habe, oder? Boah, ist der Alarm arschig. Nicht hängen bleiben. Geht zum Constructor. Da ist er. Geschafft. 2% noch. Puh. Einen Huberfisch kochen. Oh, äußerst knapp. Vital signs stabilizing. Vital signs stabilizing. Oh. Das ist erstmal so ein kleines Happa-Happa. Wir haben Korallenproben mitgenommen. Wir waren schlau. Und wir haben, glaube ich, Salz parat. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ich habe schon wieder Schnupfen. Wenn man so eine Arbeit im Rettungsdienst hat, steckt man sich ja so oft mit irgendwas an. Das Immunsystem geht zwar besser, durch den ganze Zeit, dass man irgendwie Keime mitkriegt, aber dafür steckt man sich ja trotzdem immer mit irgendeinem Mist an. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. So, wie gesagt, der Seaglider, der interessiert mich. Habe ich auf dem Screenshot auch gesehen. Wir wollen mal schauen, was der kostet an Rohstoffen. Ich glaube, der war total billig. Hier war er. Eine Batterie, Schmierstoff, Kupferdraht. Puh, scheiße, ich brauche wieder Kupfer. Und Schmierstoff habe ich einmal. Eine Batterie lässt sich ja auch mit Kupfer nur herstellen. Gut, wir müssen los Kupfer holen. Kein Problem. Wir wollten ja eh nur einen Bilderrahmen haben für unsere Galerie. Da kommt der Blitzelfisch dann hin. Blitzfisch. So. Welcome aboard, Captain. Auf jeden Fall interessieren tut mich auch nochmal hier dieses Stromabwehrschild. Das hört sich einfach so geil an, wenn man das abschießt.
So, erstmal einen Fischi zum Mampfen holen. Das war ja äußerst knapp. Dann wollte ich noch gern unsere Wasseraufbereitungsanlagen zerstören und eine einzige hinbauen. Ich glaube, es sind einfach zu viele. Ach, scheiße. Wir haben ja wirklich immer... Da ist es doch. Wieso ist denn da ein Messer jetzt? Raff ich nicht. 100%. 4. Also er benutzt es. Er benutzt dennoch. Okay. Ist wahrscheinlich noch... Uah, warum bist du denn so schnell? Ist noch klein. Bleib doch stehen. So. Sollte erstmal lang. Welcome aboard, Captain. Gute Kupfer. Da ist die Aurora, die lässt sich jetzt immer sehr gut orten. Oh, immer diese Bugs, seltsame Pflanzen. Was werden sie mal werden? Na, bessere Snacks sind diese Fische hier. Die sind wirklich besser. Die schmecken auch hervorragend. Die geben richtig viel Essen wieder. Kupfer, boah geil, hier gibt's Kupfer. Ein Traum, was ist das denn für ein Ding? Sieht irgendwie organisch aus. Ja, manchmal können die Sachen auch explodieren, da muss man aufpassen. Unsere 0% Klinge. Die macht das aber noch ganz gut. Dafür, dass sie eine 0% hat. Ja. Vorgestern, wo ich frei hatte, da habe ich den ganzen Tag die vierte Staffel von The Walking Dead gesuchtet. Ich kam gar nicht mehr weg. Dementsprechend habe ich nicht gepackt, Videos noch zu machen. Also sorry dafür, aber ich habe den ganzen... Ich konnte nicht mal aufhören. Versüchtig. Aber wer ist denn noch großer Fan von The Walking Dead? Ab in die Kommentare damit. Auch wenn ich irgendwie die vierte Staffel... Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe da was übersprungen. War ein bisschen seltsam. Aber ich habe die dritte auch schon... Ist schon so lange her, wo ich die geguckt habe. Dann habe ich auch noch gesehen, es gibt mittlerweile schon in Amerika, glaube ich, eine sechste Staffel. Also das überfordert mich einfach alles. Und es sollte ja bis zu einer siebten Staffel geben später. Boah, viel Kupfer, ey. Sauber erst. Brauchen wir noch mehr außer Kupfer? Titan, Kupfer, Titan, Kupfer. So, kommen die nach unten, holen wir uns noch. Satt sind wir ja maximal. Ist also grün hier. Titan, Titan, okay, kein Titan, Kupfer. Doch, den noch und den noch. Luft ist noch IO. Hoffe ich. Kupfer, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, bin weit weg von der Motte. Wumm. Wir haben doch schon die Schnelltauchflossen an. Dementsprechend Zuppi. Welcome aboard, Captain. So, Kupfer ist dabei. Oh, wie meine Facecam aussieht, furchtbar. Vom Licht her, aus dem Monitor raus. Mann, wir müssen echt nicht weit fahren für Kupfer, das freut mich ja mal. Pilze, ne? Habe ich noch Pilze auf Lager? Die Batterie. Ich hole mir sicherheitshalber Pilze. Ich glaube, die haben wir alle verpulvert. Die Säurepilze. Säurepilze sind ja wie so Batteriesäure, dann schätze ich mal. Also nochmal zurück und doch weiterfahren. Immerhin sind wir gut gepanzert. So, jetzt finden wir keine Pilze, ich lach mich tot. Ah, es ist weit. Bis zu dem gut bewachsenen Biom. Oh, was haben wir hier? Muss einmal reinschauen. Wärmekraftwerk, wenn ich es doch so schnell kann ich lesen, ja. Welcome aboard, Captain. Das rote Biom sieht jetzt irgendwie bräunlich-lila aus. Vom Licht her. Also hat sich extrem viel getan. Wie gesagt, nur leider kein Patch. Was heißt leider? Ist in Ordnung. Da wird wahrscheinlich wieder was Größeres auf uns zukommen. Ich bin ganz gespannt. Wenn mich der Entwickler schon selber anschreibt und sich freut, dann erwarte ich da auch was. Nein, Quatsch, erwarte ich nichts. Das Spiel ist einfach nur genial. Und wunderschön. Boah, guckt euch mal an, wie das jetzt beleuchtet ist hier. Heftig. Sieht einfach ganz anders aus, ne? Scheiß Pilze, wo seid ihr jetzt? Gibt's auch wie Sand am Meer die Dinger? Ach, die hat sich aber schön hingestellt. Entschuldigung. Sind ja gepanzert ein bisschen. Was war das denn? Also das ist Schrott. Holt sich der Stalkerfisch gerade. Wow. Wo sind wir hier gelandet? Sieht so seltsam aus. Bald braucht man ja wirklich diesen Sonar.
Boah, sind wir jetzt weit weg von der Basis. Verdammt. Ich wollte nur mal kurz was craften. Pilze. Ein Haufen Pilze. Wir sind mal so mutig. Das machen wir uns für zwei Batterien jedenfalls. Wo ist der Mod? Okay, auf zum Beacon. Auf zur Basis. Wenn ich so gucke, dann gucke ich immer zu Facecam. Dann sehe ich, dass ich nur da bin. Die verschwindet manchmal einfach. Weg ist sie. Jetzt ist alles grün. Also das Farbspektrum ist ziemlich witzig geworden. Sieht irgendwie komisch aus, weil wo sind wir hingefahren? Das seitdem das Aurora ist. Ah, wir fahren falsch. Da lang wollte ich ja auch. Pilze! Jetzt sind sie überall, wenn man sie gefunden hat. Boah, guck ich mal das Wasser an. Es grünt so schön. Mein letzter Schluck Kaffee. Kalt, eiskalt. Don't drink and drive. Die Tassen werden jetzt wieder gefragt gerade. Ich bin da gerade am werkeln. Ich sag nichts. Ist das so richtig, dass alles schwarz ist? Ich denke mal schon, ne? Na, noch ein paar Bugs, aber boah, das sieht ja wie echt aus, ey. Genial. Ah, Seaglider. Den habe ich schon ewig nicht mehr gebaut. Ich finde den immer so ein bisschen überflüssig, wenn man eine Motte hat, ne? Es wechselt jetzt zu dunkelblau, das Wasser. Weil die Sonne wahrscheinlich weggeht. Und dieser komische Planet dann auftaucht, ne? Irre aus, ey. Irre, ey. Das sieht da irre aus. So, wir sind fast wieder da. Nur noch 10.000 Kilometer. Kann ich mal so gut über die Oberfläche gucken. Kann mal so rausspringen. Ach, guck mal, da oben seht ihr meine Bergbasis. Ui. Flipper. Oh nein, der Mond, der rammt die Insel. Boah, das sieht so nah aus. Boah, das kriege ich Augenkrebs. So. Das Wasser hin und her schwappt. Basis, ich komme. Wir bauen einen Seaglider. Danke für die Anregung auf jeden Fall. Ich wusste es heute eigentlich nicht, was ich aufnehmen sollte. Also ich hätte schon was rausgefunden, aber das ist natürlich schön. Wenn man dann so Tipps kriegt, sag mal, guck dir mal den Seaglider an. Den haben sie überarbeitet. Das finde ich ziemlich geil. Und habe ich was zu tun. Wir haben jetzt genug Kupfer, denke ich mal. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wir brauchen für den Seaglider eine Batterie. Schmierstoff habe ich, Kupferdraht, also nur noch Kupferdraht. Und eine Batterie. Und den Schmierstoff, den wir Gott sei Dank auf Lager haben. Den letzten. Und da ist er schon, unser Seaglider. Wandelt unter Wasser mittels Propeller, Drehmoment in Schubkraft um. Aha. Haben wir auch einen Platz dafür gehabt? Wo ist er hin? Fail? 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 Tue das nicht ans Spiel. Tue mir das nicht an. Wo soll er denn gelandet sein? Seaglider? Ich wollte doch gucken, wie der aussieht. Habe ich ein Inventar unten? Nein, ne? Schweißgerät, Bilder, Knarre, Messer. Tauchanzug, Strahlenschutzanzug, den wir wegpacken können, weil wir haben keine Strahlung mehr auf diesem Planeten. Ah! Seaglider! Er hat gewartet in der Warteschlange. Early Access, Experimental, alles völlig in Ordnung. So. Dann wollen wir uns das nochmal ansehen, nachdem wir gecheckt haben, was unsere Wasserdinger da machen, die wir abbauen werden. Weil wir einfach zu viele haben, glaube ich. Und neu bauen müssen.
Unter Wasser. Und Tasse 5. Ach du Scheiße. Das ist ja mit Map. Oh, den müssen wir erstmal checken, ne? Ist nicht zu tief. Da zeige ich mir Punkte auf der Karte an. Ups. Luft aufgeschossen, Entschuldigung. Sehr geil. Damit werden wir in der nächsten Folge definitiv experimentieren. Aber ich will wieder nach oben. Ich fühle mich gerade unwohl hier. Oh, guck mal, die Schatten sind über dem Schriftzeichen. Und sag danke fürs Zusehen. Was wären die Punkte da schon? Wahrscheinlich Ressourcen oder so. Bin mal gespannt. Upsa. Also sehen wir uns in der nächsten Folge Subnautica. Ich freue mich drauf. Wir experimentieren ein bisschen mit den Seaglider. Bis dann. Warum salutiere ich?